Zu einem Zusammenstoß kam es am Samstagabend gegen 19.45 Uhr auf dem Flugplatz in Waldeck im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Der 49-jährige Pilot eines Gyrokopters aus Calden und ein 33-jähriger Berliner Flugschüler eines Segelflugzeuges kollidierten nach ersten Angaben der Polizei in der Luft. Der Pilot des Gyrokopters traf das Segelflugzeug vermutlich mit den Rotorblättern. Während der Pilot des hubschrauberähnlichen Fluggerätes noch sicher landen konnte und offensichtlich unverletzt blieb, krachte das Segelflugzeug auf den Boden des Flugplatzes und zerschellte. Der schwerverletzte Pilot konnte aus dem Wrack befreit und nach einer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christoph 7 in ein Kasseler Krankenhaus geflogen werden. Nach Angaben der Polizei hatte der Pilot des Leichthubschraubers die Startfreigabe erhalten, während der Pilot des Segelflugzeuges gerade zur Landung ansetzte. In wenigen Metern Höhe kam es dann zur Kollision. Zur endgültigen Klärung der Unfallursache wurde das Bundesamt für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig eingeschaltet.